damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky, einer weiteren Folge heute, ein Tag vor Silvester. Ja, das ist die letzte offizielle Let's Play-Folge in diesem Jahr. Seven Days ist ja schon durch seit gestern. Und naja, das ist heute die letzte Folge No Man's Sky. In 2023, dann geht es natürlich im neuen Jahr frisch, fromm, fröhlich, frei weiter. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch einfach mal. Ich wollte ja mir diese Geobucht bauen, diese Geobucht für den, wie hieß das Ding jetzt noch? Warte mal, ich muss erst mal gerade gucken. Wie hieß das Ding jetzt noch? Für die Minotaurus. Und zwar brauche ich dann nochmal Ionakku, Metallplatten und Gold. Und Gold. Und da sind schon wieder Viecher. Ich brauche erstmal Gold. Ich glaube, Gold hatten wir hier drin, ne? Ich war sowieso erstmal voll. Da muss ich erstmal hier. Also ein bisschen was loswerden. Salz, das schmeiße ich auch erstmal auf Lager. Das konnten wir auch für teuer Geld verkaufen. Aber die Milch, die packen wir auch erstmal hier rein. Mordit schmeißen wir erstmal weg. Der bleibt erstmal bei uns. Frachtertreibstoff bleibt auch erstmal. Hartgestellantrieb weiß ich nicht. Warten wir auch nochmal ab. Gefrorene Knollen. Das packen wir erstmal weg. O2 behalten wir am Mann. Und wir brauchen Gold. So, Gold brauchten wir. Platten brauchten wir. Und was brauchten wir noch? Vergesse ich nicht schon wieder alles, ne? Warte mal. Ionakku. Ionakku mussten wir aber, glaube ich, herstellen. Ionakku, sei denn, wir haben noch zufälligerweise welche. Hier haben wir keine mehr. Ich glaube, hier drüben auch nicht. Kobalt haben wir hier, aber das ist noch interessant. Ionakku. Wie viele Ionakkus brauchten wir? 4 Ionakkus. 4 Ionakkus. Da. Kobalt und Ferritstaub. Kobalt und Ferritstaub. Kobalt und Ferritstaub. Kobalt und Ferritstaub. Das ist reines Ferrit, da können wir jetzt mal nichts mit werden. Ferritstaub müssen wir mal gucken, ob wir noch Ferritstaub haben. Da haben wir Ferritstaub. Massig. Da brauchen wir also 4 Stück. So, 4 Stück. So, davon machen wir gleich mal ein paar mehr. 4 Stück. So. Und dann müssten wir jetzt eigentlich das Ding herstellen können. Ja. Den packen wir mal draußen irgendwo hin. Weiß nicht, hier vorne direkt hin? Ich weiß nicht. So. Ampf! Geil. Cooles Ding. Minotaurus Exofahrzeug. Geil. So, den kann man doch garantiert aufwerten, oder? Nice. Aber da können wir erstmal nichts machen. Also wir können ja auch nicht rumballern oder so. So, dann gehen wir mal wieder auf die Bucht drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn da vielleicht auch aufwerten können. Exo-Fahrzeug-Modifikation. Ach du grüne Neune. Farbe. Obwohl, na, Farbe. Was war das denn gerade? Hat gerade so ein bisschen Breakdance gemacht oder was geht hier los? So, Bauplan für rechten Wächter herrscht. Was hat Gestell Arm von erhalten? Installiere die gestohlene Wächtertechnologie in deinem Minotaurus Exofahrzeug. Wähle einen leeren Inventarplatz und beginne mit Installation via. Exofahrzeug. Achso, okay, so geht das. Genau wie bei allen anderen Fahrzeugen auch. Modifizieren. Wofür sind die denn da? Diese Spots. So, dafür brauchen wir hydraulische Verkabelung. Aber wir hatten doch noch irgendwas. Ionisiertes Kobalt. Hydraulische Verkabelung. Rechter Arm. Also Pugneum haben wir, aber ionisiertes Kobalt haben wir, glaube ich, auch. Aber hydraulische Verkabelung haben wir nicht. Ich glaube, das müssten wir freischalten. Das
Kann sein, dass wir da zur Anomalie hoch müssen. Ionisiertes Kobalt haben wir, aber das hatte ich hier irgendwo gerade gesehen. Das hatte ich hier irgendwo gesehen. 78. Ionisiertes Kobalt. Wie viel brauchten wir jetzt dafür? Das reicht. Das brauchen wir noch eine hydraulische Verkabelung. Und wie ich schon sagte, ich glaube, das können wir entweder kaufen oder wir müssen zur Anomalie hoch. Aber ich glaube, wir müssen zur Anomalie. Ja, ich glaube, wir müssen zur Anomalie hoch. Scheiße. So. Dann packen wir erstmal den Kram wieder rein. Kobalt, das nehmen wir erstmal mit. Das schmeißen wir erstmal weg. Das packen wir weg. Da haben wir 15, das sollte dann reichen. Nanites haben wir über 1000, das ist auch okay. Pugneum brauchen wir noch. Was ist das hier eigentlich noch? Startschubdüsenmodul. Und Wächter-Exo-Anzug-Fragment. Ja, sonst packen wir das erstmal weg. Vielleicht brauchen wir nochmal extra ein Lager für diese ganzen komischen Sachen hier, für die ganzen Elemente. So, C, das können wir hier auch mal wegpacken. Kobalt schmeißen wir auch erstmal hier rein. Weil wenn, dann brauchen wir ionisiertes Kobalt. O2, das ist in Ordnung, behalten wir so. Warpzellen. 80.000, ne, für Fregattentreibstoff. Alter, finde. Können gleich mal gucken, was wir für Fregattentreibstoff eigentlich brauchen. Aber guck mal, was hier alles an Fracht reingehen in so einem Vieh. Meine Fresse. Das ist krass. So, Fregattentreibstoff, was brauchen wir denn dafür? Die Wasserstoff-Tritium. Achso, es geht eigentlich. 50 Tonnen. 100 Tonnen oder 200 Tonnen. Tritium und die Wasserstoff. Das geht eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass es teurer ist. Wir brauchen nur dann entsprechend weniger. Also je nachdem, desto weniger wir hier nehmen. Cool. So, aber ich glaube, wir können nicht direkt zur... Können wir da direkt hinspringen? Das ist unser... Nee, das geht nicht. Anomalien, da eine Basen, Raumstation. Sammelstelle. Andere Basengruppierung. Nee. Scheiße, okay, dann müssen wir auf jeden Fall abheben. Mist. Dann müssen wir doch zur Anomalie irgendwie. Dann müssen wir zur Anomalie, sonst können wir das Ding nicht fertig bauen, weil wir brauchen ja auch eine Waffe für das Teil. So. Aber ich glaube, die Anomalie ist, glaube ich, nicht mal hier in diesem Orbit, oder? Okay. Dann müssen wir die rufen. Galaxiekarte. Den Frachter lasse ich auch nochmal dort, wo er ist, weil wir da ja direkt hinporten können. Vielleicht bringt es uns dann auch was, wenn wir da direkt hinporten. So, aber erstmal brauchen wir diesen rechten Arm. Arm. So, wir brauchen, wie gesagt, dieses komische Zeug. Dieses Scharnier oder was es da war. Zu dem können wir allerdings auch nochmal gerade hin. Was kriegen wir Feines von ihm? Grenzen des Universums, bla bla, vermisse ich so sehr. Daten geben, bitte. Bitteschön. Nanites, dankeschön. So, wie viele Nanites kriegen wir? 35, auch ganze 35 Nanites. Ja, ich bin begeistert. Da drehe ich ja fast durch vor Glück. Krass. 35 Nanites. So, und da müssen wir hin. Ich glaube, da vorne bei dem Terminal kriegen wir das. Wahrscheinlich wissen wir nämlich dann jetzt auch, was wir noch alles freischalten müssen.
So, pass mal auf. Das Ding brauchen wir nämlich. Hydraulische Verkabelung. Kohlen, Nano, was? Nanorohr, Salz und die Wasserstoff. Das sollten wir eigentlich alles da haben. So, gleich mal Öfen. Den ganzen Kram brauchen wir garantiert auch noch. Magnetischer Resonator. Biokatalysator? Ne, Biokatalysegerät, mein Gott. Aber die natürliche Enzymvorkommen ermöglicht Energieerträge. Schnellere Verarbeitung, größere, rein fortschrittliche Technologien. Ja gut, können wir uns eigentlich mal kaufen, ne? Unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden kann, wird bei der Herstellung Vielzahl fortschrittlicher Technologien. Treibstoff. Das werden wir wahrscheinlich alles irgendwie früher oder später brauchen, das ist schon mal klar. Ich guck trotzdem noch, was es sonst noch so gibt. Achso, das war's schon. Da wollen wir uns die beiden gönnen, das sind nämlich nur 500. Kaufe ich mir einfach mal. Ob ich es nachher brauche, ich meine, ich werde es garantiert irgendwann brauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar für den Roboter ist. Atlas Pass 2. Cadmium. Okay. Gucken wir auf der anderen Seite nochmal. Oder warte. Eine Waffe oder sowas? Mal eben kurz was gucken. Exo-Fahrzeuge. Exo-Upgrades. Fahrzeug-Upgrades. Ja gut, vielleicht gibt es ja nachher hier auch Upgrades, ne, für den Minotaurus. Waffenterminal. Oh, das ist schon mal eine etwas dickere Waffe. Plasmawerfer. Vergleichen. Ist aber auch wieder C-Waffe, ne? Das müssten wir auch wieder upgraden hier. Unsere Waffe ist gar nicht so schlecht. Momentan. Wir müssten es vielleicht mal riskieren, eine neue Waffe kaufen und dann halt entsprechend die Upgrades umsetzen. So, gehen wir hier nochmal in die Konstruktionsforschung. Große Raffinerie. Wie viel haben wir denn? 15 Geborgene. Was versteht da? Automatischer Fütterer. Eine Roboter-Landwirtschaftseinheit, die automatische Kreaturen in der Nähe füttert. Okay. Nutztiereinheit. Eine Roboter-Landwirtschaftseinheit, die Substanzen von Kreaturen automatisch erntet. Benötigt Strom. Okay, könnte vielleicht interessant werden. Geräuschbox. Ja, brauchen wir jetzt insgesamt über 20, wir haben nur 15. Also, den haben wir ja nun. Nächste Fahrzeug, Rufstation. Nach Konstruktion, Nutzer, Exo-Fahrzeug, Besitz über Exo-Fahrzeug, schnell, Befehlsmenü. Uran, was ist das hier? Orbitale Exo-Fahrzeug Materialisierer. Ich glaube, das ist das Ding, was wir brauchen. Nach der Konstruktion kann jedes eigene Exo-Fahrzeug gerufen werden, solange es sich im selben System aufhält. Dieses Modul wird als ganzer Raum platziert und kommt mit vorinstallierter Funktionseinheit. Verbindet sich mit dem Exo-Anzug-Schnellbefehlsmenü für eine... Ah, okay, dann müssen wir das also haben. Was ist das? Diese Plattform bedient als Start- und Ziellinie für Praxistests Exo-Fahrzeuge. Okay. Was ist das hier eigentlich? Nautilon-Kammer. Also kleines U-Boot. Ja, aber dann wollen wir das auf jeden Fall haben hier. Das brauchen wir dann auf jeden Fall für unseren Frachter. Dann können wir da nämlich Exo-Fahrzeug rufen. Sehr, sehr nice. Kostet halt ein bisschen Gold, ionisiertes Kobalt und eine Warp-Zelle. Drei Warp-Zellen. Das ist natürlich schon... Ist natürlich schon ein bisschen happig. So, hier machen wir erstmal nix. Und dann haben wir jetzt aber alles, um den Arm zu bauen. Sprint aufgebraucht. Dann machen wir nämlich nochmal den rechten Arm fertig. Weil dann müssten wir sicherlich auch ein bisschen ballern können. Meine Basen. So, Schleswig-Holzbein, Dingsbums-Basis und Sri Lanka-Basis. So.
Sehr schön. So, dann haben wir das Rezept. Ja. Was brauchten wir jetzt noch dafür? Ionisiertes Kobalt, glaube ich, brauche ich noch ein bisschen. Huch! Okay. Was machen wir hier? Exo anzurufen. So, Exo-Fahrzeug. Ach, hydraulische Verkabel. Also klar, logisch, die Verkabelung brauchen wir noch. Die können wir aber direkt bauen. Ich guck mal gerade. So, dafür brauchen wir noch Salz. Kohlenstoff-Nanorohr. Kohlenstoff-Nanorohr 2. Kohlenstoff-Nano 2. Davon brauchen wir 2. Haben wir natürlich wieder keinen Kohlenstoff dabei. Muss ich mir auch erstmal wieder alles mitnehmen. Salz und irgendwas anderes war das noch. Also ein Futtergerät wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, damit wir hier mal die ganzen Viecher, die hier mal rumlaufen, damit die mir nicht auf den Sender gehen. So. So, wir brauchen Kohlenstoff. Das ist O2. Tritium haben wir hier auch noch. Kohlenstoff nehmen wir erstmal das. Kohlenstoff, Salz hatte ich gesagt. Salz, wo war jetzt Salz? Salz, 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 Salz. Da ist Salz. Natriumchlorid. Ja, gut. Exo-Anzug. 3 Stück war das, glaube ich, ne? Ich glaube, davon brauchten wir 3. Salz haben wir dabei und die Wasserstoff. Die Wasserstoff brauchen wir noch. Die Wasserstoff. Die Wasserstoff. Ich hoffe, das reicht. Mehr haben wir eh nicht. So, die Wasserstoff. So, reicht natürlich wunderbar. Dann haben wir den jetzt auch. Und dann könnten wir eigentlich den rechten Arm bauen. So. Weiß jetzt mal nicht, warum ich extra dafür hier rausrenne, aber egal. So, den können wir jetzt bauen, ne? Oh ja, perfekt. Neon, ionisiertes und die Verkabelung. Perfekt. Rechter Arm installiert. Turbogeladener Platz. Ah, okay. Guck mal, jetzt haben wir auch eine Wumme am rechten Arm. Das ist schon mal sehr praktisch. Eine Spur von Metall. Installiere den rechten Wächter, Hartgestellarm. Haben wir gemacht. Sehr gut. So, Drohnenübertragung entdeckt. Wo bist du denn? Drohne, komm her, Droni. Wo bist du denn? Komm her. So, ja, Minotaurus. Ja, gut, bestätigt, gut. Oh, schlecht, 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 negativ. Der Schwarm hat deine Siedlung gestört. Die Siedler sind zerstreut. Siehst du sie? Die Siedler sind zerstreut. Hat deine Siedlung gestört. Gestreut. Siehst du sie? Mit dir kommen. Oh. Aua, bist du nicht ganz dicht oder was? Hast du Lack gesoffen? So, wir spinnen. So, Wache. Hat Unruhen unter deinen Siedlern gewarnt? Gewarnt? Hat Unruhen unter deinen Siedlern. Oh. Ich will das weiterlesen. Hm, ja gut, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber zur Siedlung. Wir porten uns da mal rüber. Also. Und dann packen wir uns das mal. Erstmal auf Lager wieder. Inventar voll. Gucken wir uns mal die Sri Lanka-Basis an. Jo, verkaufen. Katzenleber. So, zack. Dann porten wir uns mal zur Siedlung.
Da wollte ich eigentlich auch nochmal hin. Fauna verstreut. Gucken wir uns mal an. Nicht, dass wir da jetzt gerade nämlich die Minotaurus für brauchen, um dann irgendwie die da tätig zu werden. Befürchte ich nämlich fast, dass wir das machen müssen. Ich hoffe es aber nicht. So, Hilfe, ich, du, wir, sie, es, was? Sind wir Glas? Weggehen. Status der Siedlung, reizbar. Besorgte Siedler haben um Audienz im Büro gebeten, benutzte Verwaltung. Ach, das ist immer so schnell ausblendet. Ja, bin unterwegs. Siedlung ist gereizt, das finde ich nicht gut. Bin immer so gut zu euch gewesen. So, Verwaltungsterminal. Fragen der Bürger. Status erstmal, Status der Siedlung erstmal abfragen. Das nehmen wir mit. So, 62, 30, 230.000. Okay. So, gucken wir mal, was wollen die denn? Fragen des Bürgers über die Wache beantworten. Ach, okay. Die Bürger sind neugierig geworden. Sie bemerken das plötzliche und traumatische Auftauchen der Wächterhartgestelle und dass der Aufseher von einer abtrünnigen Drohne begleitet zu werden scheint. Beantwortet die Fragen der Bürger über die Wache. Die Bürger beruhigen, gehorsam fordern. Wir sagen erstmal sachte rangehen. Also erstmal die Bürger beruhigen. Die Bürger sind über deine Worte erfreut. Sie haben ihr ganzes Leben in Angst vor den Wächtern gelebt und hoffen nun auf Frieden. Sie wollen dich bei deiner Suche nach Antworten unterstützen und haben eine Expedition vorbereitet. Der zu einem Monolithen senden, zu verlassenen Gebäuden senden. Ich würde sagen, verlassene Gebäude, oder? So, verlassene Gebäude. So, das Außenteam sucht in einem verlassenen Gebäude nach Hinweisen auf die Wächter-Expedition der Siedlungsbürger. In Gange. Okay, gut. So, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Wir gucken uns nochmal gerade die Gebäude an, die wir noch bauen müssen. Ich glaube, direkt hinter unserer... Genau, hier war doch noch was. Gucken, was wir hier machen müssen. Was brauchen wir denn nun? Zwei Quantencomputer. Ach du Scheiße, okay. Zwei Quantencomputer. Was brauchen wir denn für zwei Quantencomputer? Zwei Quantencomputer. So, die zwei brauche ich. Antimaterie. Brauche ich Mikroprozessoren und chromatisches Metall. Antimaterie, Mikroprozessor. Antimaterie, Mikroprozessor. Kohlenstoff, Nano. Muss ich auf jeden Fall wieder zurückdüsen nach Hause. Also V0, Lokalisierung schlecht, Hilfe, ich, du, RCS. Dorthin begeben, dort, Ort, Koordinaten akzeptieren, ja. Die Drohne sendet eine Reihe von Zahlen an deinen Exo, also an meinen Exo-Anzug. Es scheinen gültige Koordinaten zu sein. Eine Spur von Metall. Untersuche die Koordinaten der Wache. Da geht es wahrscheinlich wieder um Ballerei, wa? Aber wo? Also Missionsziel aus dem Weltall. Alles klar. Da würde ich sagen, machen wir erstmal das. Hier die Basis weiterbauen, die Siedlung weiterbauen. Das können wir später noch machen. Das läuft ja nicht weg. Leider nicht. Weltall. So, Tritium müssen wir auch nochmal. Für Tritium müssen wir auch nochmal sorgen. So, jetzt machen wir einmal das. Galaxiekarte. Frachtraum Geschwader rufen. Weltraumanomalie, Hilfsmittel. Hä, wo ist denn die?
Was ist denn die Mission? Missionsziel in einem anderen System. Rufe X. Achso, Galaxiekarte steht auch da. Galaxiekarte, okay. Wo müssen wir dann ganz hinspringen? Ich glaube nur nach da, ne? Ja, da müssen wir hinspringen. Okay, dann bohren wir da mal hin. Ist ja gleich nebenan. Das passt schon. Mal gespannt, ob das wieder so ein Fight ist wie beim letzten Mal. Hier ist so ein komischer Tower. So, da sollen wir hin, sagst du. So, Sternenknolle. Sternenknolle haben wir hier. Kupfer, Paraffinium, magnetisiertes Ferrit, hohe Wächteraktivität. Notfallübertragung. Ja, nee, habe ich gar keinen Bock. Gerade habe ich gerade keinen Bock. Bisschen später vielleicht. Das ist doch garantiert wieder so eine Basis, die wir zerlegen müssen von den Wächtern. Hundertprozentig. Oh, wir sind aber direkt daneben diesmal. Ich bin begeistert. Können wir sogar diesmal landen. So, Sternknolle brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Das hatten wir ja schon mal angeguckt. So. Das ist die Basis hier, ne? Mal nicht feindselig, hoffe ich. Warum kann ich die nicht scannen? Doch, gibt auch immer wieder ordentlich Schotter. So, da kennen wir auch alles. Aber oh, die Viecher sind immer ein bisschen unheimlich, die da hinten so rumlaufen. Das sieht auch nicht so wirklich gesund aus. Und hier die komischen Viecher hier mit dem Schild da oben drauf. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Naja, solange sie uns nichts tun, das ist mal alles gut. So, aber gehen wir erstmal da rein. Erstmal die Mission machen. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich unangenehmen Besuch bekriegen. Ich habe nämlich das... Guck mal hier, siehst du? Guck mal, wer hier schon wieder rumfliegt. Ja, verstärkte Tür, alles klar. So, ich gehe mal schnell rein. Das hat eigentlich immer ganz gut geholfen. So. Da sind wir eigentlich immer ganz gut in Deckung, die Mistviecher hier. Na, wo sind die Viecher? Oh! Ich will erstmal rein. So, ist auch weg. Noch einer weg. Was bist du denn von Heinz? Noch einer weg. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles weggeballert. Oder so, ah, erstmal nicht. So, jetzt aber.
Na, kommen noch welche? Da kommt gerade noch was angeflogen da hier. Machen wir die noch weg oder macht das Aua? Ah nee. Das sind die Akuten. Scheiße. Da kommen, glaube ich, nachher, also, glaube ich, die Kampfjets, ne, von denen. So, warte mal. Ich mache erstmal hier diesen. Vielleicht können wir das irgendwie abschalten. Einrichtung Startungseindringling entdeckt. Produktion pausiert. Warten auf Genehmigung zum Neustart. Ja, Genehmigung kriegst du gleich. Das Terminal der Fabrik sieht aus jedes andere auch. Eine weitere anonyme Einrichtung, eine weitere bedeutungslose Daten, weiterer bedeutungsloser Datenbildschirm. Aber die Zahlen, die vorbeiziehen, rufen nach mir. Ich lege meine Hand auf die Tafel. Eine Nadel ragt aus dem Handschuh meines Anzugs. Ich wusste nicht, dass ich eine Nadel in meinem Anzug habe. Ich habe meinen Arm nicht bewegt. Vom Terminal wegziehen, nachgeben. Ich gebe meinen Exon zurück nach. Ich bin eine Statue, eine machtloser Zeuge dessen, was er versucht. Eine Welle nach der anderen von Zahlen füllt den Bildschirm des Terminals. Muster wirbeln auf, während mein Exo-Anzug mit den Daten kommuniziert. Schließlich stoppt er bei einer Eingabeaufforderung, die ich verstehe. Glasarchiv durchbrochen. Grenzstatus offen. Hartgestell Baupläne herunterladen. Ja, auf jeden Fall. Dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt den linken Arm. Download bestätigen. Die Fabrik ist ein Portal, ein anonymer Knotenpunkt, mehr nicht. Durch dieses Fenster ruft mein Exo-Anzug einen weiteren Satz Wächterhartgestell Baupläne aus der herunterliegenden Datenwelt ab. Es gab keinen Grund, Angst zu haben. So. Hartgestell Antrieb, Hartgestell Beine. Eine Sammlung geborgener Komponenten eines Wächterhartgestells, die für den Minotaurus-Exo-Fahrzeug-Hybrid gebaut wurden. Die Installation wird der Antrieb und die Mobilitätssysteme des Minotaurus erheblich verbessern. Und das haben wir ja auch schon. Wir haben Hartgestell-Antrieb und ein Pugneum-Dings. Also Pugneum-Zeugs. So. Netzwerkstatus, zusätzliche Entität registriert. Laylabs 2, die Wache, deaktiviere Einheit. Blabla, neutrales Update. Festgestellte verfügbar, fortfahren, Upgrade-Paket übertragen, neuronales Upgrade-Paket, Übertragung, erwarte Remote-Antwort. So, Technologie, die Fabrik hat ein neurales Upgrade für Wache bereitgestellt, überprüfe deine Drohne mit E, um das Ergebnis zu testen. Wie soll ich testen, warte. So, Netzwerkbereinigung abgeschlossen. Wiederherstellung der grundlegenden kognitiven Sicht, Schicht. So. Bringt uns das was? Ich glaube, Alarm ist vorbei, ne? Besseres Gefühl, erfrischendes Gefühl. Grüße Telamon. Ja, fragen wir Telamon ist. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja, Fehler. Entschuldigung, Reisender, bitte akzeptiere meinen Fehler. Installiere für eine bessere Bindung den Hartgestell-Bauplan in deinem eigenen Minotaurus. Damit kannst du mehr berechnen. Ja, das werden wir tun. Das werden wir tun. Ja, okay, perfekt. Sehr schön. Sind hier noch die... Die nehmen wir noch mit hier natürlich. Nenner jetzt erhalten. Was ist das hier? Hilfe, du, ich, du, was? RCS? Weggehen. Na gut, dann können wir jetzt, glaube ich, auch wieder abdüsen. Da ist noch so eine Kapsel. Hier nämlich lecker Nenner jetzt. So, hier gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen Munition. Ja, ich hatte schon Schiss, dass dann halt einer von diesen komischen Viechern kommt da. Die aussehen wie Hunde, ne? Die machen auch nicht Wumms. Mein Laser. So, irgendwas haben wir gerade wieder freigeschaltet. Ist das da oben eigentlich? Das da, was so hell leuchtet. Das muss ich nochmal angucken, bevor wir jetzt mal abdüsen.
Das müsste man aber eigentlich auch sehen können, warte. Eigentlich machen wir uns gerade komplett umständlich den 200 Use, 170 Use. Kupferansammlung. Kupfer, ja, okay, das ist doch ein bisschen weit weg. Das ist also keine Ansammlung, es sah nur so aus, als ob. So, dann können wir eigentlich wieder zurückporten, oder? Ich glaube, wir können wieder zurück. Signal eines Wegpunkts empfangen. Bauplan für Wächter, Hartgestell, Beine aus der Glaswelt. Okay, ich würde aber fast sagen, hier sind wir durch. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurückporten. Wir könnten aber hier, glaube ich, die Weltraumstation uns gleich mal angucken. Dann können wir mich da günstig zurückporten. Dann müssen wir das nicht extra... Raumstation, so, E gedrückt halten. Nehmen wir nämlich das. Dann sparen wir uns nämlich halt in den Warp. Dann sparen wir uns nämlich dann die Energie. Und dann müssten wir eigentlich noch genug Stuff haben, um uns die Beine herzustellen. Das wäre ganz geil eigentlich. Kehre zu einer Planetenoberfläche zurück, um den Minotaurus zu rufen. Zu einer. Zurückporten. Kehre zu einer Planetenoberfläche zurück, um den Minotaurus zu rufen. Ist es egal? Aber egal, ich porte mich nach Hause. Wir können ja immer noch zurückporten. Schleswig-Holstein-Kolonie, Dingsbums, Schneehangar, da müssen wir hin. Dann müssen wir jetzt noch mal einmal kurz die Beine bauen. Das müsste eigentlich gehen. Und dann sind wir da auch schon einen Schritt weiter. Dann haben wir schon einen geilen Minotaurus. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch den Bauplan nachher für den linken Arm. Und dann haben wir den fertig, schätze ich mal. Mir ist Exo-Fahrzeug gewechselt. So. Exo-Fahrzeug? Ne, wir müssen... Wo ist er denn? Hä? Frachter? Exo? Multiwerkzeug. Hä, warum soll ich denn hier was anderes... Was? Warum? Ich sollte doch das Ding bauen hier, oder nicht? Verlassen. Ja, genau. Jetzt haben wir Exo-Fahrzeug. Und jetzt haben wir auch den, den ich haben wollte. Genau, modifizieren. Und den können wir auch bauen. So, Pugnium, Hartgestellbeine. Hartgestellbeine installiert. So, das ist jetzt schon blau. Das heißt, uns fehlt jetzt noch der Korpus und der linke Arm. Ich denke mal, das werden wir dann auch noch freischalten. Kann mir zumindest ganz gut vorstellen. Wo ist denn jetzt meine Drohne?
Die geben uns garantiert wieder 9. Oder nicht? Weiß er. Deine Siedler sind von ihrer Wächterfabrik-Mission zurückgekehrt. Sprich mit dem Außenteam. Machen wir auch gleich noch. Verarbeite unsere Beziehung. Ich denke nach. Okay, solange du nachdenkst, dann gehe ich nochmal kurz zu unserer Siedlung. Dann gucken wir auch nochmal schnell rein. So, Holzbein. Porten wir uns auch nochmal genau hin. Dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Schön. Gut. Huch. Dahin sollen wir hin. Huch, mein Gott. So, Wächterexpedition nachbesprechen. Bitteschön. So, die Bürger, die sich auf die Suche begeben haben, um hinsichtlich der Wächter Antworten zu erhalten, sind von ihrer Expedition zurückgekehrt. Sie berichten, dass sie einen Wächter-Hartgestell-Bauplan gefunden haben. Ich habe es gerade gesagt. Allerdings scheint eine gedämpfte Stimmung zu herrschen nach Besprechungsexpedition. Die Entdecker befragen Hartgestell-Arm-Links-Pläne, die den Entdeckern danken. Danken. Befragen. Wir befragen sie einfach mal. So, die Entdecker freilassen. Die Bürger zögern, weiterzusprechen. Es wird über das Wasser gemurmelt. Gerüchte werden gestreut, die schwer zu verstehen sind. Sie scheinen nicht ganz sie selbst zu sein. Wie sollen wir mit den Entdeckern umgehen? Die Entdecker freilassen entfernt Untergangsstimmung. Auch sehr geil. Die neue Funktion. Sich schleichend ausbreitendes Gas. Okay. Oder die Entdecker unter Quarantäne stellen. Entfernt Untergangsstimmung. Neue Funktion, Entdecker in Quarantäne. Nö, sich schleichend ausbreitendes Gas. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das klingt beides nicht so doll. Die Entdecker freilassen, die Entdecker unter Quarantäne stellen. Entdecker in Quarantäne. Entdecker in Quarantäne oder sich schleichen, neue Funktion, sich schleichend ausbreitendes Gas. Finde ich jetzt nicht so geil. Das gibt vielleicht wieder neue Probleme. Wir machen mal unter Quarantäne. So. Neue Technologie entdeckt. Arm links. Siehst du, ich habe es doch gesagt. Bogneum haben wir. Hydraulische Verkabelung müssen wir wieder bauen und chromatisches Metall. Hydraulische Verkabelung, ich glaube, da müssen wir nochmal wieder Kobalt organisieren, ne? Naja, gut. Sei es drum. Sei es drum. Haben wir hier noch was anderes? Status abfragen. Guck mal hier, jetzt haben wir hier schon wieder ein weniger. Zufriedenheit 32%. Es wird doch so langsam. Was haben wir jetzt noch über? Ein feindlicher Spion wird erwartet, beziehungsweise vermutet. Atmosphäre von Misstrauen reduziert die Bürgerzufriedenheit. Jo, das kriegen wir hin. Also wir haben noch diese zwei Punkte, die wir noch auflösen müssen. Dann haben wir die Basis komplett. Sehr schön. Kriegen wir auch noch hin. So, ich werde jetzt aber erstmal nach Hause. Weil wir müssen noch den linken Arm noch basteln. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Gut, aber dann würde ich mal sagen, mit diesen Bildern werde ich mich so langsam von euch verabschieden. Also vielen lieben Dank nochmal für das Jahr 2023. War mir wieder eine Freude, mit euch zusammen hier neue Welten zu entdecken und neue Projekte anzugehen. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Wie am Anfang des Videos auch schon erklärt, wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2024. Lasst euch nicht ärgern, auf dass wir das nächste Jahr mindestens genauso gut hinkriegen. Und lasst euch nicht ärgern, rutscht gut rein, übertreibt es nicht. Na, und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut.